das ist sowas von bescheuert. Stand-up-Paddling in 6 Lessons. Lektion 1. Die Bezeichnung Stand-up-Paddling kommt aus dem Englischen. Stand-up bedeutet aufstehen und Paddling heißt so viel wie paddeln. Gemeint ist die Fortbewegung aufrecht stehend auf einem Surfbrett mit Hilfe eines Paddels. Lektion 2. Zum Ausüben dieses Sports benötigt man ein Board, was so viel heißt wie Brett oder Surfbrett. Und ein Paddel, also ein Paddel. Das sind voll die Loser hier, die können hier überhaupt nicht. Sowas schon, ey. Also, wenn ich das machen würde, würde ich erst gut sein und dann aufs Wasser gehen. Ja, ich auch. Aber denkst du, ich mach das? Ich möchte. Der Stand-Up-Paddling-Sport ist in den letzten Monaten immer und immer beliebter geworden. Aber Entschuldigung, wie finden Sie diesen Sport? Ja. Ehrlich gesagt, ist das nur was für Loser. Das ist doch voll abartig. Voll Kinderkram. Sie sehen, der Sport ist sehr beliebt bei allen Zuschauern. Ja, so eklig. Okay. Ich hab Augenkrebs. 3 Sekunden. 1, 2, 3. Was? Das war ja klar. Der kann echt gar nicht. Wer im Stand-Up-Paddling Erfolg haben will, muss täglich 2 bis 2 Stunden Gleichgewichtstraining absolvieren. Ich will das Board. Okay, rück die Kohle rüber. Lektion 3. Danke. Die Kosten für diesen Sport kann sich heutzutage jeder leisten. Wer sich so ein Board, also Brett, kauft, bekommt mit etwas Verhandlungsgeschick beim Paddel bis zu 10% Preisnachlass. Lektion 4. Für den Transport des empfindlichen Boards, also Bretts, gibt es den praktischen Boardbag, was so viel heißt wie Brettsack oder auch Surfbretttasche. Damit wird der Transport wirklich ein Kinderspiel. Lektion 5. Die Aufbewahrung des Boards, also des Surfbretts, dürfte gar kein Problem sein. Schließlich passt es ultra cool in jedes Mädchenzimmer und ersetzt dort den langweiligen Tisch. Lektion 6. Stand-up-Paddling ist wirklich super geeignet als Workout für gut trainierte Sportler. Für Kinder ist Stand-up-Paddling definitiv nicht geeignet. Oh Gott, und das ist ja schlecht. Oh, wie peinlich. Was für eine Frisur. Schon wieder. Wenn ich die alle hier so sehe, dann muss ich gleich kotzen. Das Wichtigste zu beachten ist, dass man das Gleichgewicht auf dem Board behält. Sonst fällt man ins Wasser. Entschuldigen Sie? Wir versuchen hier eine Show zu drehen. Dankeschön. Handstein drauf, am besten auf die Knie. Paddelt man. Irgendwann stellt man sich hin und paddelt weiter. Da bin ich wieder. Und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und vielleicht wollen Sie auch mal Stand-Up-Paddling ausprobieren. Ich kann Ihnen versichern, es macht riesen Spaß. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und wie kommt sie wieder zurück? Ah!